Tagesausflüge ab Tokio. Im heutigen Video soll es um meine Top 10 Tagesausflugsziele ab Tokio gehen. Ich habe ja noch nie ein Geheimnis draus gemacht, aber für mich ist Tokio, ja, nicht überbewertet, aber es ist halt einfach eine riesige Metropole und irgendwann will man auch von den Menschenmassen wegkommen nach ein paar Tagen. Das Gute an Tokio ist wirklich, es gibt so unglaublich viel auch rundherum zu entdecken und deswegen habe ich heute 10 Orte ausgesucht, die ich selbst besucht habe, die ich wirklich, wirklich toll finde und die ich finde, wenn man die Zeit hat, dann sollte man sie als Tagesausflug ab Tokio besuchen. Also hier ein paar Ideen für euch. Nummer 1, Kamakura. Da war ich gerade erst und habe auch ein Video darüber gemacht. Das heißt, wenn euch Kamakura interessiert, dann schaut euch auf jeden Fall mein neuestes Video dazu an. Kamakura ist etwa eine Stunde von Tokio entfernt. Man kann da ganz einfach mit dem Zug hinfahren. Und Kamakura ist insbesondere beliebt wegen des großen Buddha, den es dort gibt, aber auch unglaublich viele andere tolle Schreine und Tempel. Das liegt daran, dass Kamakura früher die Hauptstadt von Japan war, in der Kamakura-Periode. Das ist schon sehr, sehr lange her. Aber es ist Gott sei Dank wirklich sehr, sehr viel von der Zeit noch übrig und es gibt wirklich unglaublich viel, was man dort entdecken kann. Es ist ein sehr touristischer Ort und deswegen, wenn man zum Beispiel am Wochenende dorthin geht, dann ist ultra viel los. Deswegen empfehle ich euch, dort unter der Woche hinzugehen und dann werdet ihr eine wirklich tolle Zeit haben in Kamakura. Kamakura hat übrigens auch einen der tollsten Strände außerhalb Tokios und deswegen, wenn ihr im Sommer nach Japan geht und wirklich einfach mal einen Tag am Strand verbringen möchtet, dann kann ich euch nur empfehlen, Kamakura zu besuchen. Als nächstes auf meiner Liste ist Enoshima und Enoshima ist ein Teil von Kamakura. Aber normalerweise ist wirklich nicht genug Zeit, Kamakura und Enoshima am gleichen Tag zu besuchen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal als separaten Tagesausflug klassifiziert. Enoshima ist eine Insel vor Kamakura, die ist verbunden mit einer Brücke und auf Enoshima gibt es Aussichtspunkte, ein paar Höhlen und Schreine und außerdem Geschäfte, die Streetfood etc. verkaufen. Es ist wirklich ein total nettes Ausflugsziel und wer surfen möchte, der kann das auch vor der Küste von Enoshima machen. Ich habe selbst dort auch einmal einen Surfkurs gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, allerdings an dem Tag waren absolut keine Wellen. Das war vielleicht gar nicht so schlecht, so als Surfanfänger. Also wer surfen gehen möchte, das ist ein Ort, wo man es mal ausprobieren kann. Auch in die gleiche Richtung, aber noch vor Kamakura kommt Yokohama. Yokohama ist die drittgrößte Stadt in Japan, aber oft wird Tokio und Yokohama wirklich so als eines genommen, weil wenn man nämlich von Tokio nach Yokohama fährt, da ist überhaupt kein Unterschied von einer Stadt in die andere. Es ist wirklich, es fließt so ineinander über. Das ist, also diese riesige Metropole dort, es ist unglaublich, wirklich für uns Deutsche wirklich schwer zu begreifen, wenn man das mal nicht selber gesehen hat. Yokohama ist ein beliebter Ort, insbesondere weil es dort eine coole Chinatown gibt und außerdem ist dort die Hafengegend total cool. Ich kann nur empfehlen, einmal einen Tagesausflug nach Yokohama zu machen. Da gibt es wirklich viel zu sehen und viel zu entdecken. Der nächste Ausflugsort ist ein ganzes Stück weiter weg und das ist Nikko. Man kann das ohne Probleme als Tagesausflug machen. Ich habe das auch ein einziges Mal gemacht, zusammen mit meinem Mann 2015. Ist also mittlerweile schon sehr lange her. Aber es war wirklich total toll. Es war unser erstes Date, deswegen habe ich da auch wirklich tolle Erinnerungen dran. In Nikko gibt es das Grab von Tokugawa Ieyasu. Ich weiß nicht, ob es das wirkliche Grab ist. Mausoleum? Ja, irgendwie sowas. Also historisch sehr, sehr wichtig. Außerdem kommen dort diese drei Affen her. Nichts hören, nichts sehen, nichts... sehen, hören? Keine Ahnung, noch ein Affe war da. Die ganzen Tempel dort besuchen, das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Ich empfehle euch, dort mit dem Auto hinzufahren. Also man kann da wirklich ohne Probleme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Aber Nikko ist sehr viel mehr als nur die Tempel und Schreine, die es dort zu finden gibt. Es gibt dort einen See, der ist sehr, sehr hoch gelegen. Einen Wasserfall, der es auch wert ist, besucht zu werden. Und es gibt dort eine so eine sich windende Straße, wenn man die hochfährt oder runterfährt. Ist ziemlich cool, insbesondere auch zur Herbstlaubzeit. Ist Nikko ein wirklich beliebtes Ausflugsziel. Deswegen kann ich euch das
nur empfehlen. Meine nächste Empfehlung ist Kawagoe. Und es wird öfters mal als Little Kyoto bezeichnet. Es gibt sehr viele Orte in Japan, die als Little Kyoto bezeichnet werden. Und eines davon ist Kawagoe. Etwa eine Stunde entfernt von Tokio. Kawagoe hat einfach so eine schöne alte Straße mit traditionellen japanischen Häusern. Es werden dort Küchenmesser verkauft und japanische Süßigkeiten. Und einfach die ganze Atmosphäre dort aufzusaugen und einfach da spazieren zu gehen, das macht wirklich viel Spaß. Und ich kann es nur empfehlen, wer einfach aus der Mega-Metropole einfach mal weg möchte, Kawagoe zu besuchen. Meine nächste Empfehlung ist Narita. Narita habt ihr wahrscheinlich gehört wegen des Narita-Flughafens. Narita ist eine Stadt, auch ja, mit dem Zug, je nachdem, mit welchem man fährt, eine Stunde bis etwa eineinhalb Stunden entfernt von Tokio. Und die Stadt Narita ist einen Besuch wert. Wer also vor seinem Abflug oder nach seiner Ankunft ein bisschen Zeit hat, dem kann ich nur empfehlen, einen Abstecher nach Narita zu machen. Es gibt dort einen wirklich bekannten Tempel mit so einer langen Straße, die dorthin führt, ganz vielen Geschäften. Insbesondere bekannt in Narita ist Unagi, nämlich Aal. Und an vielen Geschäften, die Aal dort servieren, kann man sogar sehen, wie der filetiert wird, was wirklich super interessant ist. Also ich fand das faszinierend. Deswegen, wenn ihr die Zeit habt, dann macht einen Abstecher nach Narita. Die ganze Atmosphäre dort ist wirklich klasse und es macht echt Spaß, dort ein paar Stunden zu verbringen. Einer meiner Lieblingsausflugsziele ab Tokio ist Fujigoko, die fünf Seen des Fuji. Und von dort aus, wie der Name vermuten lässt, kriegt man eine tolle Aussicht oder mehrere tolle Aussichten auf den Fujisan. Es ist in der Nähe von Hakone, fünf Seen, wie gesagt, und von diesen fünf Seen aus kann man eben den Mount Fuji sehen. Oder auch nicht. Wenn das Wetter nämlich nicht gut ist, dann sieht man den nicht. Als ich in Tokio gelebt habe, habe ich, glaube ich, viermal einen Ausflug dorthin gemacht. Immer so zur Herbstlaubzeit oder sowas. Und ich hatte immer Pech, oder zumindest drei von den vier Malen hatte ich Pech, dass das Wetter so schlecht war, dass ich vom Fuji quasi nichts zu Gesicht bekommen habe. Auch wenn das Wetter im Prinzip gut ist, kann es halt trotzdem sein, dass direkt einfach vor dem Berg die ganzen Wolken sind und man dann einfach nichts zu Gesicht bekommt. Insbesondere ganz, ganz toll ist die Chudeto Pagode. Von dort aus kriegt man dieses unglaublich bekannte Bild des Fuji, das man dort machen kann. Aber ansonsten auch Kawaguchiko, der See. Es gibt dort Aussichtspunkte, wo man hochfahren kann, um den Fuji anzugucken und eben auch den See vom See selbst. Und dann gibt es noch den Mozuku-ko, der heißt, glaube ich, so. Von dort aus kriegt man die Aussicht auf den Mount Fuji mit dem See, der auf dem 1000-Yen-Schein zu sehen ist. Auch das ist wirklich ziemlich cool. Man braucht für diesen Ausflug eher ein Auto. Wenn man nur den Kawaguchiko anschauen möchte, dann geht das auch mit einem Bus oder, glaube ich, auch mit dem Zug. Aber wenn man die ganzen unterschiedlichen Orte dort besuchen möchte, dann sollte man ein Auto mieten. Gerade im letzten Punkt schon erwähnt, Hakone ist gar nicht so weit weg von den Fuji 5 Seen. Und Hakone ist auch ein super beliebter Ausflugsziel. Man kann das als Tagesausflug machen. Viele bleiben dort auch über Nacht. Hakone hat den tollen Ashi-See. Von dort aus sieht man den Fuji, wenn man Glück hat. Außerdem auch Owakudani, das ist diese Seilbahn, wo man dann hochfährt. Und dort sind die ganzen schwefelausspuckenden vulkanischen Aktivitäten, wo man schwarze Eier essen kann. Und ja, einfach so total interessanter Ort. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Auch wenn man, wie gesagt, nicht immer den Mount Fuji sehen kann, macht es Spaß, dort ein paar Stunden oder einen Tag zu verbringen. Für diejenigen unter euch, die gerne wandern, denen kann ich nur den Takao-Berg empfehlen. Takao ist gar nicht so weit weg von Tokio und man kommt dort wirklich praktisch mit dem Zug hin. Ich war dort ein einziges Mal wandern und zwar ziemlich genau, als ich angefangen habe, in Tokio zu arbeiten mit meinen Arbeitskollegen. Und es war wirklich eine coole Wanderung. Es ist nicht so wahnsinnig schwer, dort hoch und wieder runter zu wandern. Also man kann das auch ohne viel Bergerfahrung machen. Und zu den unterschiedlichen Jahreszeiten hat der Takao wirklich unglaublich viel zu bieten. Ich war dort im Mai, es war alles wunderschön und grün und einfach die ganzen Flüsse und sowas. Das lädt alles wirklich ein, da Zeit zu verbringen. Aber auch die Herbstlaubzeit dort ist total beliebt und sehr, sehr viele Leute gehen dorthin, um das Herbstlaub anzuschauen. Und jetzt Nummer 10. Ich habe wirklich tolle Erinnerungen an Atami. Atami ist eine Onsenstadt, die liegt direkt so am oberen Ende der Izu-Halbinsel
Und ich habe dort einen Ausflug mit meinem Mann dorthin gemacht, auch als, keine Ahnung, wir gerade ein Jahr zusammen waren oder sowas. Wir haben uns dort einen Ryokan gebucht, schön mit Essen. Wir sind dort allerdings mit dem Auto hingefahren, haben dort eine Nacht verbracht, sind noch wirklich Teil der Izu-Halbinsel hoch und runter gefahren. Und am nächsten Tag sind wir erst zurück nach Tokio. Das kann ich also empfehlen, aber im Prinzip kann man das als Tagesausflug machen und auch mit dem Zug ohne Probleme. Ich empfehle aber, mehr Zeit dort zu verbringen, wenn ihr die Zeit habt. Die Izu-Halbinsel an sich hat auch sehr viel zu bieten, aber auch Atami ist einfach so eine kleine, nette Küstenstadt, viel Charme und mit Strand und alles, also wirklich einen Besuch wert und einfach ganz anders auch als die unterschiedlichen Orte, die ich jetzt heute alle vorgestellt habe. Und das war's dann auch schon jetzt mit meinen Empfehlungen für Ausflugsziele ab Tokio. Sagt mir gerne, wenn ich euer Lieblingsausflugsziel nicht erwähnt habe, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Da freuen sich die anderen Zuschauer bestimmt auch, noch mehr Ideen zu kriegen. Und damit bedanke ich mich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr Japan hautnah abonniert. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bin ich mir sicher, dass auch eines dieser beiden Videos euch gefallen wird. Und damit hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.